Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Vlog bei Family Fun. Samstag, ja, fast Mittag haben wir schon. So langsam werden alle fit. Tien ist gerade erst aufgestanden auch. Milay ist als erster wieder aufgestanden. Die darf gerade an Mamas Handy Musikelli ein bisschen machen. Jetzt geht es dann langsam los mit unserem Tag. Ich muss heute noch auf jeden Fall einkaufen gehen. Wir gehen auch später noch Online-Shopping. Wir haben eine Kooperation mit pyroland.de. Da geht schon um Silvester. Da wollen wir heute noch unseren Warenkorb füllen dürfen. Und an Silvester dieses Jahr machen wir dann unser größtes Feuerwerk, das wir jemals gemacht haben. Wir werden unsere Nachbarn dazu einladen, damit die vielleicht weniger kaufen. Gell, Mille? Ja. Und meine Frau, die springt noch im Schlafanzug rum hier. Nein, ich hau ab hier. Die ist noch nicht gestylt. Bist du mit mir fertig? Nein. Nein, schau die Kamera aus. Zieh dich um. Nein, ich schau eklig aus. Na, schauen wir mal. Nein, ich geh wieder raus. Kira, was hast du wieder Feines? Das hat sie erst wieder aus dem Leuchtzimmer geklaut. Und seit 2 Tagen zerfetzt sie das Ding. Und überall liegen die Füllungen immer rum, die ich dann aufsammeln muss. Du. Kira, sag mal Hallo, komm. Hallo. Was machst du da? Oh, du filmst schon wieder, ich bin im Schlafanzug. Bitte. Ich hab nur dein Gesicht drauf. Ich suche nach Emojis für Smiley für mein Video. Schaut mal an, was Milay wieder macht mit der Seifenblasenmaschine. Tut sie Kira beschäftigen. Schmeckt es, Kira? Bäh. Frau, darf ich jetzt auch mal an den Laptop? Ich muss jetzt shoppen gehen. Ja, okay. Ich liebe ja auch. Das ist halt was für die Männer. Nö, zuschauen tue ich auch gern. So ja, ist zuschauen, es halt aber wir Männer, wir zündeln immer lieber. Ja klar, meinte ich. Ich bin eher ein Pechvogel, ich zünde lieber nichts an. Wir sind jetzt im Moment auf www.pyroland.de und da gibt es alles Mögliche. Konfetti-Shooter, Kids und Party, Pyrotechnik und Silvesterfeuerwerk, das brauchen wir ja. Was machen wir denn? Single-Shots, Feuerwerk, Batterien. Jetzt gucken wir mal, was da alles gibt. Haludrin, Feinstaub, Herz und Himmel. Klingt gut. Da habe ich sogar einen gefunden. Black Mamba. Der hieß böse Schwiegermutter Bloody oder so. Bloody Mary. Bloody. Bloody Mary. Entschuldigung. Bloody Mary. Kann man da auch anschauen, wie das geht? Ja. Und das ist das Coole an dem Shop, das hat mir gestern gleich richtig gut gefallen, weil da kann man sich sofort anschauen, wie das denn überhaupt ausschaut, was da passiert und so weiter. Das finde ich super. Oh, das ist ja mal cool. Weil wenn ich was im Laden kaufe... Das ist ja cool. Ich sehe, wie lang das Ding läuft, was für Effekte drin sind. Das Besondere an dem Shop ist, also man kann dort das ganze Jahr bestellen und wenn man ein Gewerbe hat, dann bekommt man die auch schon unter dem Jahr zugesandt für bestimmte Feiern oder Geburtstage oder so. Ja. Man sollte sich in dem Fall natürlich eine Genehmigung vorher holen von der Gemeinde. Zu meinem 50. Geburtstag will ich auch eine. Den habe ich gestern angeschaut. Da geht dann schon ein bisschen was. Uff. Oh, der macht Lärm. Oh. Ja, fein. Will haben. Der steht auf meiner Liste. Ja. Den wollen wir jetzt gleich mal hier in den Warenkorb legen. Und da gibt es ja noch richtig coole Dinge. Den habe ich auf meiner Liste stehen hier. Und ich glaube auf der zweiten Seite... Der hört sich den, auch gut an. Den Unplugged hier. Ja. Der sieht auch so cool aus. Oh ja. Was mir da gefällt ist... Drr, drr. Ja. Drr.
Ja, auf jeden Fall ein cooler Shop, könnt das ganze Jahr bestellen, vorbestellen und so weiter. Gibt auch einen Haufen Angebote, habe ich gesehen. Ich habe da einige noch im Auge. Knallerböller gibt es noch, einzelne Raketen und so weiter. Das Schöne ist, für Kinder gibt es auch was. Man kann, wenn man will, für die Kinder auch mal was mitbestellen. Ja, Kids-Party, so ja. Dinger, die man halten kann, so Glitzer rauskommt, Einhorn-Glitzer. Ui, Einhorn? Ja, ich glaube sogar hier gibt es Videos dazu, wie die ausschauen. Also ich werde jetzt noch weiter shoppen. Ja, freue mich jetzt schon irgendwie drauf. Weil ja. Wir haben eine Party an Silvester hier, ja. Weil wir gesagt haben, dieses Jahr haben wir ein ordentliches Feuerwerk, dann können wir auch hier die Party machen. Eins, zwei. Und bestimmt ein nettes drei, Video mit noch vielen Leuten. Fünf Familien, zwei, oder? Vier, fünf Familien. Leute, also. Lasst euch überraschen. Silvester müssen wir unbedingt reinschauen. Okay, schaut mal in den Shop rein, www.pyroland.de. Da gibt es eine Menge Auswahl und ihr könnt da in aller Ruhe shoppen gehen. Ich finde es besser, wie im Supermarkt was zu kaufen. Und vorbestellen schon gleich. Die sind manchmal vielleicht günstiger, aber die taugen auch oft nichts. Also war meine Erfahrung bisher. Dann Raketen, oben vier, fünf so Dinger weg und dann war's das. Dann denkst du immer, jetzt kommt die große Rakete und schießt hoch, gell? Und dann macht tschüss, bumm. Und dann, oh, toll. So, jetzt geht's vom Online-Shopping zum richtigen Shopping. Ich will nämlich zum Mediamarkt heute schauen. Ich will einen Gedenkstein gegen Kindergewalt ein. Moment, Kindergewalt. Vor 16 Jahren ist Radio. Ich will eine Livecam kaufen. Was ist das? Wo man sich filmen kann und live streamen kann. Also im Grunde genommen will ich sogar zwei Kameras, weil ich einmal filmen will, was ich tue mit den Händen. Und die zweite Kamera soll auf mich zeigen, und zwar für meinen privaten Kanal. Zu dem komme ich noch, den erfahrt ihr noch, was ich da mache. Ich habe ja das Hobby, Footballkarten und so weiter. Ich auch. Da will ich live Breaks machen, also Boxen aufmachen mit Sportkarten und so weiter. Jetzt habe ich auch. Ist aber reines Hobby. Milay will mir da auch ein bisschen helfen, gell? Ja. Beim Karten auspacken, das macht nämlich Spaß, gell? Und darum gehen wir jetzt kurz gucken, ob es da was Passendes gibt. Monopoly Einhorn! Oh, guck mal! Ach du, Hummel-Einhorn. Oh, ich will das holen. Ein Einhorn-Monopoly. Also ich habe meine zwei Webcams gefunden. Haben. Haben uns jetzt im Laden noch über YouTube schlau gemacht. Da gibt es nämlich ein Nachfolgemodell, aber ich nenne das vorige Modell. Ja? Nee? Warum? Nein, brauchen wir nicht. Und es gibt sogar in Slavos. Monopoly spielt bei uns keiner. Was? Monopoly spielt bei uns eh keiner, das weiß ich jetzt schon. Ich bin die ganze Zeit mit meinem Freund wieder. Ein Hammerbohren! Ein Hoverboard. Jetzt müssen wir noch ein Schulheft kaufen für Milay. Ihr Matheheft ja. ist zu Ende. Das Mal sagt sie natürlich Ende. Immer erst dann, wenn die letzte Seite schon voll ist, gell? Ich kaufe. Gott sei Dank ist heute Samstag und nicht Sonntag, sonst hätte ich ein Problem. Da müsstest du wieder nachschreiben. Oh, ich hasse nachzuschreiben. Was lernen wir daraus? Immer zwei kaufen. Oder rechtzeitig sagen wenigstens, mein Heft ist bald zu Ende. Ne? Ich habe eine ganz tolle Überraschung für euch. Das gab es, glaube ich, noch nie und ich war auch richtig geschockt mit meinem Papa. Schaut mal, was für Rieseneier das sind. Straußeneier von Kinderüberraschung. Schaut mal, wenn man die zusammensetzt. Schaut mal, was ist das? Also die sind noch größer wie diese Maxi-Eier. Ja. Die Eier machen wir auf in einem extra Video bei Milays Welt. Darum haben wir sie jetzt gekauft. Die sind nämlich nicht billig, die Dinger. 9 Euro. Die müsst ihr mal schauen. Ja, 9 Euro. Eine habe ich gesagt. Also wenn wir die schon kaufen, dann nehmen wir gleich zwei und machen ein Video draus. Also kommt die nächste Zeit auf Milays Welt. So, ich verabschiede mich jetzt für die nächsten 2 Stunden auf jeden Fall. Milay macht gerade Hausaufgaben. Dann gehen sie ins Krankenhaus zu meiner Schwiegermama. Und ich muss jetzt noch ein bisschen was arbeiten. Milay und ich gehen jetzt ins Krankenhaus. Zu Omi! Milay freut sich schon. Die Milay ist schon ins Zimmer reingerannt. Nach 2 Stunden. Jetzt fahren wir mal Aufzug runter. Und bist du jetzt happy, dass du deine Oma gesehen hast? Tiefgarage zum Auto. Und was machst du jetzt? Wartest du auf Dede?
Aha. Mega Erste. Da kommt er, der hat die Orientierung verloren. Orientierung, der hat meins auch bis auf der anderen Seite. Millet. Der hat vorhin auch schon gemacht. Ja, der hat das vorhin auch schon gemacht. Aber ich geht schon. Und? Danke. Jetzt tun wir nochmal noch ein Besuchchen abstatten. Hallo. Hallo, wir brauchen Brot. Ach Gott, und wisst ihr, was das ist? Samstags bei Norma, abends ab 5 Uhr, da wird vieles um 30% reduziert, also Gemüse und Obst, und die sind echt gut. Und die nimmt man natürlich mit gleich. Oh, Adventskalender, ich will es gar nicht sehen. Oi, oi, oi. Da ist bestimmt Schokolade drin, oder? Nee, da sind andere Sachen drin bestimmt. Nach 6 Wochen. Unsere Ausbeute bei Norma heute. Ja, hört mal. Tomaten, Kiwi, Trauben, habe ich von meiner Mama gekauft. Die wollte Trauben haben, die ist im Krankenhaus. Hier Salat, auch 30%. Brot, ach, das sind Maronen, die sind vom letzten Mal, die will ich heute noch machen. Käse, wie immer, Käse. Und Milchreis hat sich Milet gekauft. Jetzt muss ich alles aufräumen hier. Mein Geschirr steht hier auch noch drin. Jetzt Küche reinigen zuerst. Da wird fleißig gekocht. Auf deinen Wunsch. Meine Frau macht mir ein Omelette. Mhm. Wer wendet die jetzt? Du? Ich wende die jetzt gar nicht. Hey, da ist ja schon eins fertig. Warum sagst du mir nichts? Der ist nichts geworden. Der ist auseinandergefallen beim Wenden. Ist doch egal. Schmeckt auch nicht anders. Da muss einen Trick geben. Ich schaff's auch nicht, einen Teller zu wenden, wenn ich ehrlich bin. Komm, komm, ich mach das. Komm mal her, warte mal. Hör auf! So, das macht man doch so, oder? So. Ja, mach mal, komm. Nee, ich trau mich nicht. Nee, mach's bitte nicht. Klebt es. Mach's bitte nicht. So Leute, jetzt bin ich auch mal im Vlog zu sehen. Ich war ganz weit oben, hab gepennt, gezockt, gepennt, gezockt. Ich bin Black Ops 4, Leute. Ist neu rausgekommen und ich zock das Ganze mit Kollegen. Gestern war ich aber draußen, also da habe ich nicht gezockt. Heute haben wir nichts vor, also zock ich einfach. Ich zock auch und bin zu Hause und ja. Ich bin heute ganzen Tag bei uns, ja. Ja, meine Wange tut immer noch weh. Hier. Sie tut man nichts, aber oh, es tut weh. Also ich habe ja echt Pech im Leben, glaube ich. Kaum ist meine Schulter jetzt geheilt, wie ich vom Hoverboard gefallen bin. Und jetzt hier mein Wangenknochen. Oh, oh, kennt ihr das, wenn man so einen blauen Fleck hat? Wenn man da hinkommt, dass es weh tut? Oh, ich hoffe, dass es nicht blau wird. Aber glaube ich nicht. Aber angeschwollen ist es auf jeden Fall. Wenn man so fühlt, merkt man das. Millet hat Maronen in der Hand. Und die Kira verfolgt sie auf Schritt und Tritt, weil sie meint, sie kriegt jetzt was ab. Millet räumt jetzt hier auf und geht in ihr Zimmer. Ich würde sagen, sie geht jetzt auch ins Bett, weil morgen... In mein Zimmer. Hä? In mein Zimmer. In dein Zimmer, ja genau. Und ich würde sagen, sie geht jetzt auch ins Bett. Im Zimmer. Im Zimmer, ja natürlich, wo will ich denn sonst ins Bett gehen? Oh, die Millet, ja. Morgen ist Sonntag und wir haben was ganz Besonderes vor morgen. Nein, ich sag's noch nicht. Millet sagt, ich darf's noch nicht sagen, meine Lieben. Morgen gegen Tag vlogge ich für euch noch. Und zwar auf Millets Welt nämlich. Und ich weiß noch nicht, wann ich diesen Vlog dann online bringen werde. Ihr werdet es dann früh genug erfahren. Ich werde es hier bei Family Fun nochmal erwähnen, wann der Vlog online kommt. Jetzt kommt sie schon wieder. Oh mein Gott. Was denn? Ja. Sonderwünsche, Sonderwünsche, wenn man ins Bett muss, darfst du, weil es Wochenende ist. Also geh. So, aber meine Lieben. Bis dahin und im Bett penne ich dann. Da bin ich dann einschlafen. Okay. Okay. Okay, alles gut. Also, dann beende ich hier meinen Vlog, meine Lieben. Danke fürs Zuschauen. Abonniert gerne unseren Kanal, wenn ihr noch kein Abonnent seid. Und liked unser Video und bis zum nächsten Mal. Tschüss.